Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch allen möglichen Schmuckkram vor, den ich mir gekauft habe. Viel Spaß beim Anschauen. So, wie gesagt, ich stelle euch allen möglichen Schmuckkram vor, den ich mir so gekauft habe in letzter Zeit. Wie ihr sehen könnt und schon in dem Video hoffentlich gesehen habt, meine coolen Ohren. Ich habe da auch andere Ohren. Ich finde die auch super. Ja, ich liebe Katzenohren. Ja, ich lasse die jetzt einfach mal auf. Diese Ohren sind beide von Claire's. Ich finde die total cool. Ich habe mir gekauft ganz, ganz coole Herzohrringe. Sie kommen vom Herzen. Seht ihr das? Bling, bling, sage ich dann nur. Die glitzern so schön. Bling, 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 bling. Ganz unauffällig. Also wenn ihr mal richtig unauffällig raus wollt, nehmt ihr die Herzen. Ja, außerdem habe ich mir gekauft, die sind auch total unauffällig. Ich habe hier eine ganze Box voll Dingen, die ich mir gekauft habe. Grauenvoll. Es hat mich der Schmuckwahn erwischt. Nein, es war so. Und zwar, wir haben Urlaub zu Hause gemacht. Wir sind nicht fortgeflogen, so wie eigentlich geplant. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Geld übrig, was ich eigentlich für einen Flug, Hotel und keine Ahnung was ausgeben wollte. Und habe mir dann gewisse Dinge gegönnt, die ich schon immer mal haben wollte. Die sind total cool. Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Die sind super. Die habe ich mir auch beim Claire's gekauft. Ja. Was noch? Ganz, ganz viele Dinge. Jetzt kommt mal was, was nicht von Claire's ist. Und zwar, wenn ich sie finde. Ein bisschen laut, gell? Ja, das war, die habe ich bei Primark gefunden. Ich finde die super. Und zwar waren die in Aktion, die waren irgendwie runtergesetzt, die haben nur 2 Euro gekostet. Oh. Sind zwar ein bisschen groß, aber die haben so eine ganz tolle Struktur, das sieht man jetzt wahrscheinlich so überhaupt nicht. Schauen wir mal, ob man das sehen kann. Seht ihr das? Die haben so eine tolle Struktur. Ich finde die so cool. Sie sind nur ein bisschen schwer. Es ist nicht so, dass sie wehtun, aber am Ende des Tages ist das Ohrloch schon irgendwie doppelt so groß wie vorher. So ein bisschen runterzieht. Ja, ich finde die super. Also wenn man die Haare offen hat, ich habe sehr lange Haare, dann fallen die auch so ein bisschen aus. Weil oft ist es ja so, wenn ich die Haare offen habe, dass meine Ohrringe total untergehen. Und das will ich nicht. Ja, meine allercoolsten, aber die habe ich schon gehabt, die kennt ihr ja, das sind auch von Claire's, sind Ohrklemmen. Ich liebe Ohrklemmen. Ohrklemmen sind cool. Dann habe ich mir gekauft und da fehlen 2, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber sie waren ja auch vergünstigt, wahrscheinlich waren die vergünstigt, weil das fehlt. Das sind so ganz, ganz, ganz kleine Ohrstecker. Und zwar brauche ich die immer, weil ich da oben, ich habe die auf beiden Ohren, also ich habe alle 3 Ohrlöcher synchron und die da oben, da tue ich immer ganz, ganz kleine rein, weil es total süß aussieht, wenn hier nur ganz was Kleines drin ist. Deswegen habe ich da immer ganz, ganz viele, weil wenn ich mir meine Haare zurück tue, dann verfangen sich die da oft und dann löst sich das und dann fällt der Ohrring raus und ich merke es nicht mehr. Ich habe dann ziemlich einen Verschleiß, was Ohrringe angeht. Dann habe ich da mega Ohrringe. Ich muss das alles ein bisschen auseinander suchen. Die sind jetzt ein bisschen kompliziert zum Rauftun. Also sage ich euch gleich, das kann jetzt ein bisschen eine Spielerei werden. Sind auch so Ohrklemmen. Also da ist hinten das, was ich jetzt in der Hand habe, ist auf einer Seite ein Stecker und da ist so eine Klemme dran. Und das ist eine Klemme, die nicht so gut schließt. Und das ist total mies, das Ding raufzukriegen. Also
muss ich sagen, würde ich nicht so designen. Das ist echt total mies. Das einzige Gute ist, dass ich ja eben da zwei Ohrlöcher habe. Jetzt kann ich den weiter raufschieben, weil weiter oben hält es meiner Meinung nach besser. So, jetzt habe ich es weiter raufgeschoben. Damit das auch ordentlich hält, da muss ich auch die paar Stecker raustun. Ich hoffe, ich verliere die nicht. Die kleinen Ohrstecker sind ja immer solche Hunde, wenn es ums Verlieren geht. Oh, im anderen Ohr ist das kompliziert. Vor allem ohne Brille. Ich lasse für euch mal extra meine Brille weg. Damit ich nicht so dämlich bin. Ach Mensch. Ach Menno. Das ist der Nachteil, wenn die Klemmen, dass die blöden Klemmen immer so kompliziert sind. Aber ich sag's euch, das zahlt sich aus. Verwendet sie nur nicht bei aufwendigen Frisuren, weil wenn ihr euch die dann auseinanderdengelt, dann müsst ihr weinen gehen. Also, bitte, sieht das nicht cool aus? Was so ein bisschen blöd ist, also entweder meine Ohren sind nicht gleichmäßig geformt oder die Ohrringe sind nicht ganz gleichmäßig. Es hängt auf dem Ohr so ein bisschen weiter weg als auf dem Ohr. Aber sind die nicht schön? Ja. Also das sind diese Ohrklemmen. Wie gesagt, die halten nicht so bombenfest. Und sind ein bisschen mies zum Anlegen. Also generell für Ohrklemmen empfehle ich, und das kommt jetzt gleich, also der Verschluss, der den Verschluss gemacht hat, hat wirklich mitgedacht. Das ist jetzt die andere Ohrklemme, das sind so Flügel. Und die haben hinten, also einerseits einen Stecker, und das, was ich jetzt gerade so in der Hand habe, das ist so ein Verschluss, den kann man wegklappen. Seht ihr das? Das ist ein Verschluss, den kann man so zusammenklappen und wieder auseinanderklappen. So cool. Der hält bombenfest. Und ihr braucht nicht stundenlang rumfummeln, dass das Ding hält. Nein. Man gibt das rein. Und dann geht man da hin, klappt es um. Super. Und es tut überhaupt nicht weh. Bombenfest, keine Schmerzen, alles super. Bitte alle Hersteller von Ohrklemmen, nehmt diesen Verschluss. Der ist super. Diese Technik funktioniert, tut nicht weh und ist toll. Hat nur Vorteile. Außer natürlich, man klemmt sich's in die Luft. So, seht ihr das? Oh, meine Haare. Sie stehen weg. Seht ihr das? Ich liebe das. Also ich trage ja wahnsinnig gern so ein Schwarz mit Nieten. Und wenn man Schwarz mit Nieten kombiniert und man tut dann solche Ohrringe rein, ist so cool. So cool. Ich liebe es. Muss ich ja irgendwann mal zeigen, wie man das am besten trägt. Was habe ich mir noch gekauft? Das ist auch von Claire. Das ist dieses wunderschöne Armband, das ich schon die ganze Zeit oben habe. Das hat so einen Magnetverschluss. Ich finde das toll, das schildert so schön. Und ganz viele andere Sachen für die Hände. So ein wunderbares Glitzerdingens. Noch so ein Glitzerdingens. Ich tue die jetzt einfach mal rauf. Ihr könnt euch das jetzt dann an meiner Hand anschauen. Weil alle einzeln herzuzeigen ist irgendwie lahm. Bim, 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 bim. So. Ich habe jetzt das andere wieder runtergenommen. Zeige ich jetzt da einfach mal so Sammelsurium. Normalerweise so trage. Also ich lasse normalerweise dieses eine Armband weg, wo unten quasi was weghängt, aber ich finde es so cool so. Seht ihr das?
Also das lasse ich nochmal aus, wo da was weghängt. Das finde ich nicht so cool. Da steht, glaube ich, Claire's drauf auf dem Anhänger. Das ist so cool. Oh. Ja. Und eins habe ich vergessen, das ist auch total schön. Das ist quasi dieses. Ah, ich finde die schön. Oh. Ja. Was habe ich mir noch besorgt? Ah, jetzt muss ich die wieder runternehmen. Ich habe mir nämlich noch Armreifen. Armreifen. Ich bin eigentlich nicht so der Armreifen-Fan. Warum? Armreifen, ihr hört es schon. Klimpern. Und ich hasse diese Klimpern. Ihr hört es bereits. Aber ich tue die jetzt einfach mal auf. Ich habe hier so wunderschöne. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist, das sind weiße, silberne und so roségolden. Ich mag ja Gold selber nicht, aber so roségold, das finde ich toll. Und ein ganzer Packen. Ein ganzer Packen, das könnt ihr dann quasi verschieden kombinieren. Das sind, glaube ich, zwei Sets, die ich mir beim Claire's gekauft habe. Ich jetzt einfach zusammengemischt habe. Und ja, je nachdem, wie die Kleidung ist und so weiter, kann man ja eine bestimmte Farbe nehmen und den Rest weglassen. Oder alle miteinander nehmen. Die schauen eigentlich miteinander auch recht schön aus. Und ich verliere sie. Ich verliere sie. Ja. So, Gott, mein Schmuck. Wahnsinn, fast komplett gesehen. Eine Sache fehlt noch und ich bin mir gar nicht sicher, dass so funktioniert, wie ich das jetzt vorzeigen will. Und zwar, das ist sowas ähnliches wie eine Ohrklemme. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe es echt nicht ausprobiert. Wie ihr sehen könnt, das Ding hält. So. Aber ich bin so ein bisschen schusselig. Merkt man gar nicht. Und zwar habe ich mir gekauft. Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt funktionieren soll. Angeblich klemmt man das jetzt so an. Ja, es funktioniert. Und zwar sind es so. Seht jetzt, das sind so kurze Blätter, die haben da hinten so einen Bügel. Die haben da hinten so einen Bügel dran. Seht ihr das jetzt? Da ist so ein Bügel dran. Und diesen Bügel, den fädelt man dann quasi hinten durch. Also man tut es rein, fädelt es dann so ein bisschen durch. Und das hält sich dann quasi am Ohr. Also man drückt es dann an und dann hält sich das angeblich. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, aber es sieht gut aus. Das hält, glaube ich. Ja. Sehen auch total süß aus. Die sind eigentlich für so ein bisschen eleganter. Sollen die sein, weil die ganz kurz sind. Ja, genau. Das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Dass diese kleinen Scheißerchen nicht so richtig halten wollen. Ich weiß es nicht, wie das gedacht ist. Ich lasse jetzt einfach mal so. Also so wäre es aufgezeichnet, dass man das haben soll. Sind auch aufgezeichnet für, man kann die irgendwie für Hochzeiten und so nehmen. Also schon für edlere Anlässe, wo es eigentlich auch halten soll. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie das in der Praxis so funktioniert. Aber sie sehen super aus. Also wenn es funktioniert, sind es ganz toll. Ja, ich glaube, ich habe alles gezeigt. Ich gehe nochmal durch. Ich habe euch alles gezeigt. Cool. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Zeug gefallen hat, ich schreibe euch in die Infobox nochmal rein, wo ich das Zeug gekauft habe. Die Preise weiß ich leider nicht mehr. Und ich habe die Rechnung weggeworfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar in die Kommentarbox. Und ja, in diesem Sinne, abonniert meinen Kanal. Schönen Abend noch. Ciao.